Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstätte, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischt. Und da er es schmeckete, wollte er es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teileten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesaget ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und es wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du im Tempel, der du im Tempel, Gott im Reich, Gott im Reich, Gott im Reich, Gott im Reich, in dieselben, bist du Gottes Sohn, so schreit er jetzt an. Desgleichen auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen: Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget waren.